Ich habe mehrere Leute. Ja, bitte? Hoffentlich endet der Krieg. Was möchtet ihr kaufen? Nichts. Thank you.
nicht besser hin? Sieh mal einer an. Die Verschollene kehrt zurück. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Da wir jetzt wieder vollständig sind, können wir ja weitermachen. Wir brauchen jetzt jemanden, der den Sprengstoff so platzieren kann, dass die Sprengung auch abläuft, wie wir das wollen. Das ist etwas anderes, als ein kleines Pulverfässchen irgendwo hinzustellen und... Laut unseren Informationen lebt in der Wüste ein Mann, der das machen könnte. Er scheint so eine Art Einsiedler zu sein. Er heißt Gabor. Wie ich hörte, hat er eine sehr seltsame Art, ist aber an sich nicht gefährlich. Passt aber trotzdem auf. Ich und Kim werden uns in der Zwischenzeit einen Plan ausdenken, wie wir neugierige Augen von der Statue ablenken können, um...
Ich bin zäher, als ich aussehe. Deine Hühner werden dich niederringen. Fix. Zum Kreuzsakrament noch eins. Ihr da! Ja, ihr! Ihr müsst helfen! Ich bin hier eingeklemmt und das Feuer breitet sich aus. Die Fässer müssen in Sicherheit gebracht werden. Da ist Ihr da! Ja, ihr! Ihr müsst helfen!
Halt, stopp! Ihr habt es geschafft! Nun müsst ihr mich noch befreien! Weiter! Immer weiter! Alle Fässer müssen darüber! Sucht nach einer Stange! Ich bin befreit. Spasiba. Nun aber raus hier. Wir müssen nach oben. Ein Glück, dass ihr gerade jetzt gekommen seid. Das ist nicht erstes Mal, das Lager abbrennt. Oh, das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, ihr habt nun falschen Eindruck von mir. Ich komme zu euch, sobald ich Lager ein wenig aufgeräumt habe. Ich kann gut aufräumen, keine Angst. Wo muss ich hin? Ich kann verdammt nochmal reagieren, wie ich will. Ihr solltet aber auch mal über die Konsequenzen nachdenken. Und du darüber, was du sagst. Ich leite das hier. Ohne uns schafft ihr hier gar nichts. Humbug. Nichts da, Humbug. Außerdem müssen wir unauffällig sein. Ihr dürft nicht immer so hitzig reagieren. Halt sofort die Klappe. Seid doch in Zukunft einfach etwas besonderer. Schandmaul. Aber bitte, du kommst ja wohl auch ohne mich zurecht. Dann gehe ich eben. Callisto, ich bitte euch. Ich hab's satt. Sieh doch zu, wie du den Mist hier alleine hinbekommst. Scheiße. Was habe ich da angerichtet? Nein? Denkst du? Danke. Danke, dass du zu mir hältst. Denkst du, wir können weitermachen? Können wir es ohne Callisto auch schaffen? Der Orden zählt auf uns. Alles hängt von uns ab. Es wird klappen. Wir sprengen die Statue und entfachen die Revolution. Gut, ganz ruhig. Während du weg warst, haben wir einen Plan ausgearbeitet. Vor Ostian ankert eine Galeone. Der Plan besteht darin, dass sich jemand an Bord des Schiffes schleicht und einige Kanonenschüsse abgibt, was den Wachen hoffentlich einen Angriff vorgaukelt. Dann hat der Sprengmeister freie Bahn. Du hast ihn doch überzeugen können, ja? Das mit der Galeone musst du machen. Denn, nun ja, du bist geschickter als ich. Und ich traue mir das nicht zu. Ich werde dem Sprengmeister an der Statue helfen. Warte am besten bis Einbruch der Nacht. Dann kannst du unbemerkt zum Schiff schwimmen und an Bord gehen. Wenn du, sagen wir, zwei der Kanonen abgefeuert hast, dann komm in den Hafen zum Eingang der Lagerhöhlen. Ich warte dort auf dich. Viel Glück.